Rund 500 Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen, darunter Pilgerfahrten, Radtouren oder Kapellenwanderungen, begleiten auch dieses Jahr wieder die Lange Nacht der Kirchen am 10. Juni 2016. Die Lange Nacht ist sicherlich ein sehr, sehr breit gestreutes Angebot, auch wirklich mit dem Ziel, für alle eigentlich die Türen zu öffnen und auch allen die Gelegenheit zu geben, von allem in Kontakt zu treten. Und zwar in einer sehr vielseitigen Form. Und ich denke, dass das seine Bedeutung hat. Begleitet wird die Lange Nacht der Kirchen dieses Jahr von einer Bibelstelle aus der Offenbarung des Johannes, die lautet: Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort auch nicht mehr geben. Mit Toren ist aber auch das Fußballtor gemeint, denn auch die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich wird zum Thema gemacht. Ich finde das sehr toll, diese Kombination von Sport und Glaube. Hier in der Markt wird ein Fußballergottesdienst abgehalten, wo Bälle gesegnet werden. Und ich denke mir, Sport und Kirchen gibt es einen super Zusammenhalt, hat schon immer gegeben. Und hier bei einer Nachbarpfarrerin in Steiner Kirchen war das der Fall. Da hat der Pfarrer mal ein Transparent aufgehängt. Wir sehen uns Vormittag in der Kirche und Nachmittag am Fußballplatz. Und das ist eine sehr schöne Verbindung. Ich glaube, man kann beides kombinieren. Rund 100 Kirchen in ganz Niederösterreich, davon sind 14 christliche Kirchen, die im Ökumenischen Rat der Kirchen Österreichs zusammenarbeiten, rufen zur Lange Nacht der Kirchen und öffnen die Pforten für ein Programm, das Menschen begegnen lässt. Das Wichtigste wäre die Öffnung, dass Menschen kommen, die nicht eh immer da sind, sondern die dann auch hereinschnuppern, sei es jetzt aus dem eigenen Ort oder auch überörtlich, was natürlich jetzt in Wien beispielsweise wesentlich einfacher ist als am Land, wo die Anfahrtswege halt dann schwierig sind. Aber zumindest einfach mal das im Blick zu haben, Kirchen wirklich zu öffnen, das wäre wichtig. Da kommen schon auch die Leute, auch junge Leute, wenn so eine entsprechende Sache stattfindet und entdecken dann manchmal mit großer Überraschung Einzelheiten der Geschichte, zum Beispiel der Kirchen. Es hat ja jedes Dorf und jede Kirche hat ihre lange Geschichte. Und vielen ist das gar nicht so bewusst. Und das ist schon auch eine neue Perspektive. Auf einmal merkt man, ja, die haben es früher auch nicht so einfach gehabt. Und ist das einfach ein Impuls. Dieses Jahr steht die Lange Nacht der Kirchen unter der Schirmherrschaft der Barmherzigkeit, ist es doch das Kirchenjahresmotto. Unterstützung findet sie aber auch in der Wirtschaft. Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG fördert die Lange Nacht der Kirchen von Beginn an. Wir sind jetzt bei der 9. und waren von Anfang an mit dabei. Dieses Thema Lange Nacht der Kirchen passt sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir beschäftigen uns sehr viel mit karitativen, sozialen, gemeinwohlorientierten Dingen. Und dieses soziale Miteinander kommt bei der Lange Nacht der Kirchen meiner Ansicht nach sehr gut ins Spiel. Die regionalen Programmhefte liegen in den Pfarren auf. Auch auf www.langenachterkirchen.at sind alle Details dazu abrufbar. Übrigens, der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.